im spanischen Hof feiert die Infantin ihren 18. Geburtstag. Es wird dann ein ganz besonderes Geschenk gebracht, nämlich ein sehr deformierter Zwerg. Der Witz ist, dass er weiß nicht, wie er aussieht. Musik, die so theatertauglich ist wie kaum eine andere, die Handlungsmomente verstärkt und die das immer so macht, dass der Hörer der Zeit, also heute sowieso, aber auch der Hörer der Zeit 1920, 1923 wirklich imstande war, das alles zu verstehen, was Zemlinsky wollte. Ich weiß nicht, was Liebe ist. Er weiß nicht, wie er aussieht, Kita. Ja, Don Esteban hat es gesagt. Die Geschichte selbst stammt aus einer kurzen Märchengeschichte von Oscar Wilde. Was entstanden hat, ist so eine Art psychologische Märchen. Sie hat mir eine weiße Rose geschenkt. Das große Duett zwischen dem Zwerg und der Infantin, das ist einfach unglaubliche Musik. Und eine Musik, die einen einfach soghaft reinzieht in die Handlung, aber eben auch in den Klang. Und das ist für mich so einer der schönsten Momente dieses Werks.